Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Brief Edge. Wir befinden uns immer noch im Militärmodul und auf dem Spuren der Strahlung senken. Sind wir immer noch also auf der Jagd, dass wir die Strahlung senken. Das Problem ist, wir haben immer noch keinen Scanner. Wir haben beim letzten Mal den Scanner verbraucht. Was natürlich sehr schade ist, denn der Scanner ist unabdinglich, denn wir haben bestimmt hier gleich was zum Scannen. It's a decoder. Since I violated all security protocols anyway, we can learn about the information exchange. That's weird. This looks more like some virtual communication between underdeveloped human beings, but it's even more incoherent and lacks logic. Why would coffins need such information? There's no data on the design of fluorescent lamps. To be more exact, there wasn't any. That's a good door. I bet you can't break it. Aufbrechen? I told you you could handle it easily. Ich wollte gerade sagen, man kann es einfach aufmachen. Aber erstmal, Treibstoff. Achso, den kann ich aber nicht. Okay, ich dachte, kann ich benutzen. Achtung! Eingeschränkter Bereich. Eintritt nur mit Pass möglich. Ja, den haben wir ja. Was heißt das? Oha. Nehme ich natürlich alles mit, wenn das schon einmal hier rumliegt. Was ist das denn da? Moment, warte mal. Geht's hier oben noch weiter? Nein, okay. Was steht da? Ein Gasleck wurde festgestellt. Die Türen sind verschlossen. Okay. Was haben wir denn hier? Hallo? Warum? Oha. Notiz, untersuchen. Die experimentellen Raumanzüge der CEDA wurden auf die Kapitänsbrücke gebracht, da du, Genosse Lisinski, sie mit absoluter Nachlässigkeit behandelst. Bis du das Handbuch über die CEDA, das ich diesem Brief beigefügt habe, gründlich studiert hast, wirst du unter mit eigenen Kostümen für Kinderaufführungen von mit dir beauftragt. Versuch die wenigstens nicht kaputt zu machen. Rina? Nee. Rina? Keine Ahnung. Die experimentelle CEDA-Raumanzüge wurden auf die Kapitänsbrücke gebracht, da du Genosse... Also, das ist dasselbe, was da stand. Okay. Neue Blaupause CEDA-Raumanzüge. Was zur Hölle? Den können wir uns jetzt craften. Aber wofür? Neue Aufgabe CEDA-Raumanzug machen. My intelligence and charm, along with the entire chest-mounted block, must be transferred to a new spacesuit for it to function fully, don't you? Nein! Da können wir wieder scannen. Wir müssen auf jeden Fall nochmal hier rein. Verdammt! Hier können wir nicht scannen. Shit! It seems that the stand for the suit is broken, although it won't be difficult to fix it. Oh, den können wir reparieren. Oh. Mann, jetzt brauchen wir einen Scanner. Verdammt. Ich bin echt nur überlegen, ob ich nochmal rausgehe. Wisst ihr was? Das machen wir. Wir gehen nochmal raus. Ich düse nochmal zur Heimatbasis. Und dann holen wir uns einen Scanner. Das ist immer ärgerlich, wenn man Sachen vergisst und so. Ich weiß. Aber ich beeil mich. Ah, das ist so ärgerlich. Aber egal. Ich bin sehr gespannt, was wir noch entdecken hier. Hier kann ich, glaube ich, auch was scannen. Nee, hier bin ich falsch gelaufen. Und vielleicht sollen wir eine Schere mitnehmen für Stoff. Ob der uns auch reinlässt, wenn wir den Anzug nicht mehr anhaben? So, jetzt gehe ich erstmal den... Jetzt gehe ich erstmal den Scanner holen. Wir haben, glaube ich, noch einen Scanner bei uns zu Hause. Sorry, dass wir nochmal zurück müssen, aber habe ich jetzt natürlich nicht drauf geachtet. Tut mir leid. So. Gut. Nichtsdestotrotz, gucken wir uns natürlich das Modul an. Und wir müssen ja noch die Strahlung senken. Werden wahrscheinlich noch ein Bedienpanel aktivieren. Und da bin ich gespannt, ob wir dann quasi, mussten wir nicht irgendwo hin? Mussten wir nicht? Da mussten wir doch hin, ne? Genau. Bin mal gespannt, ob wir da hinkommen. Und es müsste ja theoretischerweise in 20 Minuten schon um. Wir haben in der letzten Folge, glaube ich... War das in der letzten Folge? Ja, in der letzten Folge
haben wir doch die größeren Sauerstofftanks gebaut. Kann sein, also entwickelt, kann sein, dass der Entwicklungstisch jetzt fertig ist, dass wir denen jetzt die Blaupause bekommen und dass wir den herstellen können. Das wäre natürlich großartig. Das wäre natürlich eine Win-Win-Situation, wenn ich das mal so sagen darf. Naja. So. Gut. So, falls... Achso, genau. Die Frage war wegen der Musik. Die gibt es übrigens zu finden auf Epidemic Sounds. Da könnt ihr mal vorbeischauen. Das habe ich ja monatlich abonniert. Kostet mich ja Geld. Weil wegen Musik und so, DMCA. Und ihr wisst es ja, darf man ja keine Lizenzmusik spielen mehr. So, lass mal gucken. Nein, 5 Minuten 44 noch. Okay. Läuft also noch. Wir wollten einen Scanner. Hatten wir Werkzeuge nicht irgendwo drin? Ich meine ja, ne? Da. Ah, guck mal, Haltbarkeit 13, Haltbarkeit 10. Nehmen wir mit. Packen wir direkt mal auf für 3. Okay, Alkohol würde ich, glaube ich, hier zu packen. Und so ein bisschen Nahrung auch wieder. So, Treibstoff Medipack kann auch hier mit bei. Jetzt müssen wir schon wieder so ein bisschen sortieren, ne? Hier kann der Harz mit bei. Nicht genügend Platz. Schere wollen wir mitnehmen. Genau, habe ich jetzt dran gedacht. Gummi. Nicht genügend Platz, okay. Es wird so langsam unübersichtlich. Weil wir kaum noch Platz haben. Hier könnte noch Gummi reinkommen. Attacke. So, Metall hatten wir, glaube ich, auch irgendwo, ne? Wollten wir denn das Metall gehabt? Das veredelte. Hier. Dann packe ich das andere veredelte Metall noch hier mit bei. Beziehungsweise nehme das hier vorne mal raus. Dann haben wir hier wieder ein bisschen mehr Platz. Und pack das einfach hier mit bei. Normalerweise müsste ich das normale Metall mit dabei packen, damit ich weiß, wo was ist. So, Elektronik, Kanister packe ich auch mit rein. Die Pistole oder die Pew Pew. Bodenanalysegerät packe ich mal zu den Werkzeugen. Die waren, glaube ich, hier, ne? Ja. Komm, brauchen wir auch gerade nicht. Handlicher Schaber. Hat noch Haltbarkeit 1. Können wir gleich mal verbrauchen. Reparaturwerkzeug. Was brauchen wir? Genau, wir brauchen den Scanner, Schere. Okay. Greifer, passt eigentlich alles. So, das dauert noch ein bisschen, ne? Ja, wenn wir zurück sind, ist das fertig. 3 Minuten, kriegen wir die Zeit noch eben überbrückt? Jetzt kommt das Rauschen wieder, ne? Das hatten wir, glaube ich, beim letzten Mal schon, diese, die, Dings. Dann würde ich sagen, hier ist hier noch ein bisschen... Das hört sich doch gut an. Ja, Ladies and Gentlemen. Prouty presents... Der Weltraum. Unendliche Weiten. Ja. Ich betrete unendliche Weiten. So, was macht man jetzt 3 Minuten noch? Weil ich würde gerne noch ein bisschen warten, weil es würde sich jetzt nicht lohnen, loszudüsen. Und in 3 Minuten ist das Ding fertig, dann sind wir im Militärmodul. Können wir noch irgendwas sammeln? Den Schaber wollte ich noch eben schnell verbrauchen, ne? Mit der 2... Komm, ein bisschen Titan hier, nehmen wir noch mit. Dann ist der weg. Und den unendlich, da brauchen wir auch keinen mehr bauen. Den haben wir ja. Aber cool, dass wir den... Finde ich mega, dass wir den gefunden haben. Oh, hier ist noch... Oder? Ah, ne, haben wir schon mitgenommen. Oder? Ja. Haben wir schon. Was ist dir eins passiert? Was ist hier geschehen? Man weiß es nicht, denn dieser Weltraum ist nichts als Leere, leere Versprechungen. Doch ein Mann
mit einer Aufgabe. Er hat nur eine Aufgabe. Die Strahlung zu senken. Ohne ihn geht nichts. Denn ohne ihn, wer wären wir da schon? Er ist der eine, der Auserwählte. Denn es ist Dieter. Dieter ist lost in space. Wie schön! Ach, wie schön die Musik einfach ist! Oh, ich soll Sauerstoff tanken, ne? Oh, ich komme! I came for you! Död, 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 wenig Sauerstoff! Jawohl! So, gucken wir mal. Haben wir die Zeit gut überbrückt? Müsste jetzt fertig sein, oder? Ja, komm, 8 Sekunden. 6, 5, 4... 3, 2, 1, Risiko. Ja, dann lass doch mal schauen. Kompensator brauchen wir einmal. Zweimal Kabel, zweimal Plastik. Habe ich das richtig gelesen? Warte mal, Kompensator. Haben wir den Kompensator nicht schon gefunden gerade noch irgendwie? Induktor, verdammt. Okay, wie kriegen wir einen Kompensator? Also müssen wir erstmal einen Kompensator wieder bauen. Ach, hier. Alkali und zweimal veredeltes Metall. Zweimal veredeltes Metall. Kabel brauchen wir auch. Ich glaube, Plastik brauchen wir auch, ne? Alkali. Hatten wir, glaube ich, irgendwo noch, ne? Da. War das nicht zweimal Plastik? Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher. Verdammt. Ich vergesse den Weg von hier bis da. Vergesse ich schon wieder alles. Unglaublich. Ah, okay. Haben wir alles. So. Entschuldigung. Muss ich gerade mal kurz abhusten. Zweimal Kabel, viermal Plastik. Und zweimal dickes Isolierband. Eins, zwei. Viermal Plastik. Und zweimal Kabel, glaube ich, war das, ne? Jo, nice, Alter. 200 plus. Jetzt bin ich gespannt. Na, jetzt bin ich aber gespannt. Die militärische Sauerstoffflasche. Wir haben jetzt, mit der Flasche haben wir 200. Na? 250? Alter. Alter, 275. Da muss ich aber dezent groß. Das ist aber, ja. Das ist aber schon nicht ohne. So, wir haben ein bisschen Titan. War das hier? Ja. Gut. Das heißt, wir können zum Militärmodul. Und dann düsen wir dort direkt los. Achso, wir können mal unser Treibstoff mitnehmen, ne? Was wir gefunden haben. Wo habe ich das denn reingetan jetzt? Ich habe es wieder vergessen. Ja, es wäre schön, ein vernünftiges Lager zu haben. Hier. Es wäre echt ein Traum, vernünftiges Lager zu haben, was man so wie bei... ich weiß nicht, ob einige von euch dabei waren im Stream, wo ich das jetzt angespielt habe, dieses Vulkanoids. Das war so großartig. Man konnte sogar die Schränke... da konnte man Bilder auswählen, was man halt in diesem Schrank halt drin hat, was für eine Ressource. Da konnte man das Bild der Ressource einfach an den Schrank heften. Das war so großartig, das ist halt so eine Hilfe. Da kann man sehen, dass halt
die Entwickler so ein bisschen mitgedacht haben. Mein Gottes Willen, Brief Edge, gutes Game, ne? Aber ich weiß ja nicht, was alles noch kommt. Ne? Schauen wir mal. Vielleicht sollte ich demnächst auch wieder ein bisschen weiter bauen. Da wir hier unsere Heimatbase haben. Ich weiß nicht, wo es uns noch hinzieht, weil wir müssen ja wahrscheinlich dahin, weil die Strahlung senken wir jetzt, dann kommen wir wahrscheinlich auch dahin. 275 Sauerstoff. Ha! Da habe ich ganz am Anfang von geträumt, bei Folge 1. Ach, wie langwierig das am Anfang noch war. Gottes Willen, ich weiß gar nicht, ob welche Folge wir jetzt mittlerweile sind. Ich glaube 40, 39 oder so, 40 vielleicht. Also vielleicht sind wir schon weit drüber. Ich habe aufgehört zu zählen einfach, weil es so unglaublich viel Spaß macht, dieses Spiel. Und ich kann einfach nicht aufhören. Doch leider, leider muss ich ja natürlich zwischendurch aufhören, weil ich ja auch noch arbeiten gehe. Und ich nehme das immer nach der Arbeit auf. Wenn ich dann eine Frühschicht habe, nehme ich das mal nach der Arbeit auf. Und anschließend dann abends halt, ja, nur noch ein bisschen kurz die Füße hoch, ab im Bett. Ne, vorm Aufnehmen halt noch was essen. Also erst duschen, essen und dann halt aufnehmen. Und dann ja ein bisschen noch YouTube abends noch gucken, ein klein wenig. Aber so, ich versuche mal so 5 Folgen aufzunehmen, wenn ich schaffe. Aber ich will ja heute auch noch ein bisschen Tschernobyl aufnehmen. Deswegen muss ich mal gucken, wie ich das alles jetzt unter einem Hut kriege. Ah, die Tür ist noch offen. Ich glaube, der würde uns auch so reinlassen jetzt mittlerweile. Auch wenn wir den Anzug, glaube ich, nicht anhaben. So. Dann, ich packe den Scanner. Ich bin mit der Videokamera wieder dabei. Vor allem der Scanner ist halt einfach wirklich eine Videokamera, ne? Das ist halt so unglaublich, diese Geräte. Und der Abroller zum Bauen der Bases ist quasi so ein Abroller, wie man kennt für Pakete zum Zusammenrollen. Schön. Ist einfach großartig. So, dann scannen wir mal. Transportmodul. Kleines. Gespannt, was das ist. Was ist ein Transportmodul? Habe ich was vergessen zu scannen? Ja, den Fernseher, ne? Ich bin so ein Dulli. Ich bin ein richtiger Dulli. Ich laufe noch... Ah, ne, hier, was ist das denn? Flache Lampe. Aber da oben war, glaube ich, noch ein Fernseher, den wir noch scannen konnten. Oder kommt der jetzt erst? Ne, doch, der war da oben. Müssen wir nur dran denken, wenn wir zurückgehen. Blaupause, Raumanzugständer. Bitte was? Ach so. Ach, das ist das, was wir in der ersten Base hatten, ne? Stimmt. Da hatten wir doch auch so, in dieser kleinen Kaschemme, an wir doch so quasi am Ausgang linke Seite auch so einen Raumanzugständer gehabt. So, wo kommen wir jetzt hin? Das wird immer ominöser. Wie groß ist denn bitte das Militärmodul? Notausgang. Das Bild da oben. Das sehe ich jetzt erstmal. Oh, Sauerstoffkerze. Nice. Wo sind wir denn jetzt? Ach, jetzt sind wir wieder hier. Hä? Oder? Oder sind wir... Nee, warte mal. Wir sind woanders, ne? Oder? Nee, hä? Hä? Kleinen Schubladenschrank. Hä, doch, wir sind wieder hier. Hä? Habe ich was übersehen? Müssen wir die Strahlung nicht... Doch, Moment. Das ist ja nicht ohne Grund hier, oder? Irgendwas übersehe ich doch hier. Den kann ich nicht mal benutzen. Geben Sie hier eine Nachricht ein. Was steht da? Gibt's hier Gamer Girls? Was gibt's hier Gamer Girls? Lemoyal, wie geht's? Deine Mutter ist so fit. Kann ich mitmachen, Leute? Nee. Hau ab, Idiot. Los, ich hab das Spiel entwickelt. Okay, aber nicht füttern, du Noob.
Schön. So, aber was muss ich machen? Wie kriege ich die Strahlung gesenkt? Übersehe ich hier irgendwas? Wir müssen einen Raumanzug erstellen, ne? Diesen Zeder-Raumanzug. Okay, vielleicht müssen wir doch... Wir können hier nichts tun. Hm, schade. Gut, aber wir haben alles soweit mitgenommen. Hier kommen wir nicht rein, ne? Oder? Nee. Aber hier vorne war auch noch eine Tür, wo wir nicht reinkamen. Oder war das... Ach, das war die, ne? Ah, deswegen kam man da nicht rein, weil das quasi der Ausgang war. Ach so. Muss geschlossen bleiben. Aber hier war nur der Durchgang. Oh, da ist noch Getränke. Nehme ich noch mit. Ein bisschen Nahrung. Wir können mal eben was essen. So, beides 100. Ja, jetzt bin ich ein bisschen... jetzt bin ich ein bisschen überfragt, muss ich tatsächlich gestehen. Ja gut, aber ich würde sagen, wir bauen erstmal den Anzug. Und dann gucken wir mal. Da waren die Kaschem, ne? Genau. Ach so, Stoff. Warte mal. Stoff. Da können wir nochmal eben schnell hier Stoff mitnehmen. Wenn wir schon einmal hier sind. Weil wenn wir schon einmal hier sind und die Möglichkeit haben... Da nehme ich das natürlich alles mit. Oh, Sauerstoffkerze. Guck mal, hinten war auch noch übersehen. Was ist das denn für coole Sticker hier? So, hier vorne war... Hier war da, glaube ich, auch noch so eine Bude, ne? Hier. Ja, nice. Ausruhen. Oh, guck mal, wir können... Oh, wir können hier schlafen. Oh, warte mal, das würde ich direkt mal machen. Weil... das glaube ich... Oh, mein Handy. Entschuldigung, falls man es gehört hat. Ich habe es nicht aus. Ah, hier können wir schlafen und uns ausruhen. Nice. Dann haben wir wieder volle Gesundheit. Sehr schön. Und wir haben ein bisschen Stoff und Sauerstoffkerzen. Das heißt, wir können wieder zurück. Und, ja. Quasi zurückreisen. Und dann gucken wir mal, dass wir... Müssen die Augen offen halten. Hier liegen echt noch Sachen rum. Das erinnert mich hier gerade so ein bisschen an Alien Isolation. Auch so ein großer... Also meiner Meinung nach Alien Isolation immer noch eins der besten Horrorspiele auf einer Weltraumstation. Meiner Meinung nach von 2014. Es sieht immer noch unglaublich gut aus. Und das erinnert mich gerade so ein bisschen daran. Das ist einfach so ein geiles Game gewesen. Habe ich gerne gespielt. Also richtig cool. So schnell weg hier, bevor der uns sieht. Und dann gucken wir mal, dass wir so einen Zeder-Raumanzug... Aber warum ein Zeder-Raumanzug? Ist das so eine Spezies, die die hier kennengelernt haben? Die Menschheit? Haben die hier vielleicht... Warte mal. Haben die hier vielleicht, andere... Oh, Alter! Alter! Fahr los! Fahr los! Fahr los! Oh, Altbarkeit 11, nicht gut. Oh, mit dem habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Oh, das war knapp. Oh. Haltbarkeit 11 ist aber, glaube ich, nur unser Gegenstand. Ja, genau. Puh, das ging gerade nochmal eben gut. Alter Schwede, aber das Militärmodul wird uns nicht mehr angezeigt. Das heißt, ich glaube, wir müssen... Oder? Nee, da ist nur Sauerstoffstation. Das haben wir alles. Das heißt, wir haben alles abgeklappert. Puh, hat ein bisschen gedauert. Aber wir haben alles. Die Strahlung senken wir vielleicht mit dem Raumanzug? Ich weiß es nicht. Müssen wir gucken. Aber was ich sagen wollte, aber der Zeder-Raumanzug, ist das so eine Fraktion der Menschheit? Oder ist das vielleicht irgendwie eine andere Spezies, die kennengelernt haben? Dass sie dann irgendwie so Raumanzüge erstellt haben, damit man mit denen irgendwie kooperieren kann oder so? Hm, ich weiß es nicht. Vielleicht interpretiere ich da auch zu viel rein. Ich weiß es nicht. Lass uns mal überraschen. Boah, das ging doch also gerade gut. Da können wir gleich noch ein Medipack nehmen. Puh. Und jetzt haben wir gerade noch geschlafen. Großartig.
Was ist bitte ein Transportmodul und Wohnmodul? Naja, wir brauchen auch ein Bett. Ich frage mich, wie man so Utensilien kriegt, wie Bett und so. Das frage ich mich. Ob es da später dann auch so... Ob es dann später dann auch so Dings gibt irgendwie? Also so, na sag mal schnell. Halt so Betten, die man dann bauen kann? Ah, muss ja, ne? Denke ich mal. So, warte. Medipack? Da. Können wir direkt mal bauen, ne? Haben wir ja jetzt Alkohol. Komm, bauen wir direkt mal. War bei Ausrüstung und Gegenstände, genau. Alkohol und Stoff. Bauen wir direkt zweimal, dann haben wir die beiden Pullen weg. So. Und dann würde ich direkt mal eins von benutzen und die anderen beiden hier mal reinpacken. Gut, Stoff packen wir wohin? Ich würde sagen hier. Da ist ja schon Stoff drin. Den Harz, aber herzlich, hatten wir glaube ich schon irgendwo drin, aber da war glaube ich alles, ja hier, fast voll. Elektronik. Hier. Getränke. Und so ein Gedöns können wir glaube ich hier mit reinpacken. Super. Die Waffe ist auch fast fertig, nur noch 3 Strom. Okay, was wollten wir jetzt? Achso, den Anzug, ne? Ausrüstung. Erweiterter Raum. Da, Zeder. Bleilackierung brauchen wir 4-mal. Ach du Scheiße. 2-mal Titan, 2-mal Stoffrolle. Bleilackierung, das wird glaube ich so das Problem. Wir haben glaube ich kein Blei mehr. Farbe hätten wir eventuell noch. 4-mal brauchen wir das, ne? Farbe haben wir, aber wir brauchen 1, 2, 3, 4, aber wir haben nur 3-mal Farbe. 1, 2, 3. Mist. Stelle ich trotzdem schon mal her. Ich meine 4-mal war es gewesen. Ich guck nochmal. 4-mal Bleilackierung. Boah, puh, das war teuer. Naja, gut. Ich weiß aber, wo wir Farbe herbekommen. Das ist nicht das Problem. Blei, war Blei auch da? Ich glaube, ja. Müssen wir mal gucken. So, das heißt, wir machen uns auf den Weg, Blei zu holen. Aber nicht mehr in der Folge. Haha, ich habe gerade mal geguckt. Es ist schon so weit wieder. Ja, wie das nun mal so ist. Die Zeit vergeht wie im Flug. Und ja, ich schalte das nächste Mal wieder ein. Wenn wir Blei gehen, holen und Farbe und hier und hast du nicht gesehen. Und du weißt schon, überall. Und naja, also bis dann, ne? Tschüss.